Na, klettern wir doch mal hoch. Können wir da gleich so hoch? Ja. Ich dachte, ich müsste erst auf den Karren und dann und so weiter und so weiter. Ach Mist, ich hätte den Fahrstuhl... Ach nee, ich brauche... Das ist ja eine Eisschicht. Ein Sack. Ein Jutesack. Na, so ein Jutesack. Was ist denn da drin? Er ist voll mit Salz. Ich nehme mal was davon mit. Yeah, Salz, Salz. Ich klettere vorsichtig wieder nach unten. Ganz vorsichtig. So, ich habe doch schon eine Idee. Weil ich will das Schwert haben. Das Salz taut das Eis auf. Hängt wohl irgendwie mit der molaren Schmelzpunkterniedrigung des Salzes zusammen. Boah, was die alles weiß. So, weil ich ganz schön anstrengend. Nochmal tue ich mir das nicht an. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass ich das Schwert brauche, um das Netz abzuschneiden. Da kann mich an die Kisten da drunter. Da ist bestimmt was Wichtiges drin. Auf zum Balkon. Das Schwert scheint lose in der Hand der Statue zu stecken. Na, dann wird's keiner vermissen. Schipp. Schön. Ich klettere vorsichtig wieder nach unten. Jo, mach das. So. Na dann zeig doch mal her hier. Ich will wissen, was in der Fracht drin ist. Haha. Das Netz ist ab, aber leider sind die Fässer und Kisten leer. Na super. Da stehen verschiedene... Ja, das Netz habe ich entfernt. Kann ich damit die Katze fangen? Das Netz ist zu grobmaschig. Damit kann ich die Katze nicht fangen. Ach so, schade. Ja, jetzt haben wir nur noch eine Holzkeil. Ach, warte mal. Wo das gerade hier so schön aufgebaut ist oder abgezeigt ist, das kann ich doch bestimmt an die Haken hängen. Ein guter Wurf. Jetzt kann ich aufs Dach klettern. Yeah. Mit Hilfe des Netzes sollte es klappen. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich auf dem Dach... Oh. Hier, komm, mach mal den Schnee weg. Ach nee, geht nicht. Der Knoten ist vereist. Den bekomme ich nicht ab. Der Knoten ist vereist? Na komm, hier, da kriegen wir doch hier. Das dürfte den vereisten Knoten auftauen. Achso, ich hätte vielleicht auch das Schwert nehmen können. Fällt mir gerade so auf. Aber der Schornstein. Da kommen wir doch höher komme ich nicht. Das Dach ist zu glatt und ohne Halt rutsche ich ab. Ich klettere wieder nach unten. Kann ich jetzt vielleicht das Seil hochklettern? Warum auch immer? Das andere Ende ist zu weit oben angeknotet. So. Ich schneide die Leine so weit oben wie möglich ab. Schnipp. Oh, ja, also ganz oben. Hut ab. Das muss man erstmal hinkriegen. Kriege ich den Laden damit auf? Die Bretter sind mit Eisenbeschlägen verstärkt. Mit dem Schwert habe ich hier keine Chance. Vielleicht komme ich ja damit zum Schornstein. Kann ich das Seil dort... Ich lasse es lieber hier hängen. Was? Solltest aufs Dach? Nicht das Netz wieder mitnehmen. Ich bräuchte erst etwas, damit das Seil am Schornstein hängen bleibt. Vielleicht das Schwert? Nö. Den Holzkeil? Nö. Okay. Ja, komm, geh wieder runter. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine... Du sollst ja auch nur runtergehen. Ich klettere wieder nach unten. Ach, hierbei muss ich das jetzt anwählen, okay. Oh, warte mal. Ein Hieb und das Seil ist in zwei. Jawohl. Heiliger Johannes. Wer? Was war das? Da sind Fässer gegen das Fenster gerollt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Räum die Fässer weg und mach das Fenster dicht, damit wir hier drinnen nicht erfrieren. Sieh, mein Kommandant. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ach so. Raus mit der Sprache. Wem hast du die Amphore verkauft? Vielleicht steigert diese Daumenschraube deine Lust auf eine Unterhaltung. Oder werde eine Nacht mit der eisernen Jungfrau lieber? Warum tut ihr das, Sahib? Ich hab doch nichts Verbotenes getan. Die Amphore gehört mir. Ein Lügner bist du! Ein gewöhnlicher Dieb! Und weißt du, was wir mit Dieben machen? Nein! So glaubt mir doch! Ich bin unschuldig! Lasst mich frei! Wir spielen keine Spielchen mit dir, du Hund! Wir kommen wieder! Und dann lösen wir deine gespaltene Zunge!
sind ja... Der Widerstand ist fast gebrochen. Lassen wir ihn noch ein wenig in seiner Angst schmoren. Bald wird er singen wie ein Vögelchen. Kann einem fast leid tun, das arme Schwein. Weiß ja nicht, dass man uns für die Amphore gutes Gold geboten hat. Möchte wissen, was daran so wertvoll sein soll. Aber egal. Hauptsache, wir bekommen sie in unsere Hände. Und die verhüllten Spinner zahlen, was sie uns versprochen haben. Die verhüllten Spinner? Und den Araber werden wir töten. Der Arme hat beim Verhör sein Leben ausgehaucht. Was für ein Jammer. Keine Zeugen. Er hat nichts getan. Den Auftraggebern geht es nur um die Amphore. Na toll. Lange hält er nicht mehr durch. Wenn er verrät, an wen er die Amphore verkauft hat, werden die Wachen sie mir vor der Nase wegschnappen. Ich muss mich beeilen. Falls ich das vorhin richtig verstanden habe, bekommt er noch das Geld für die Amphore. Ich werde ihn befreien und zum Käufer verfolgen. Dann kann ich vielleicht in Erfahrung bringen, was so Wichtiges in der Amphore zu finden ist. Ich habe Filz vors Fenster genagelt. Das sollte die Kälte heute Nacht draußen halten. Morgen werde ich einen Handwerker bestellen. Gut, ich muss jetzt den Auftraggebern Bericht erstatten. Vielleicht kann ich auch noch etwas Zeit für die Verhör rausschlagen. Um unseren Gast kümmere ich mich später persönlich. Verstanden? Sie, Signore. Okay. Einer weniger, um den ich mich kümmern muss. Allerdings dürfen auch die anderen beiden nichts von der Befreiungsaktion bemerken. Ja, das könnte schwierig werden. Ein Kamin. Ein Kamin? Da das Feuer aus ist, kann es den Wachen noch nicht kalt genug sein. Die beiden Wachen sind zwar nicht sonderlich aufmerksam, aber sie würden bestimmt merken, wenn ich die Zellentür öffne. Ja, wie willst du die Zellentür öffnen? Die ist doch garantiert verschlossen. Folterinstrumente? Hier liegen einige Folterinstrumente herum. Nimm mit. Für zu Hause. Mit Folter habe ich nichts am Hut. Aber wer weiß, wozu man die sonst noch brauchen kann. Ich würde sagen, man weiß doch nicht, ne? Nimm mit, für zu Hause. Eine Mundspreize, aua. Ein Schürhaken, eine eiserne Maske. Hinter dieser Zellentür wird Anasir gefangen gehalten. Und die kriege ich doch bestimmt nicht auf. Erst sollte ich dafür sorgen, dass die Wachen von meiner Aktion nichts mitbekommen. Ja, das sollte ich so tun. Moment, er hat gesagt, er hat Filz. Kann ich das Filz... Die Wachen haben das kaputte Fenster mit Filz abgedichtet. Dann nehmen wir das Filz doch mal mit. Oh, die Fässer sind weg. Na toll. Die Wache hat den Filz an den Fensterrahmen festgenagelt. Ja, und? Dann entnageln wir es. Ha. Jetzt ist ein schöner, großer Schnitt im Filz. Verflixt. Hier drin wird's immer kälter. Ich mach mal Feuer. Oh ja, cool. Ich komme doch immer noch nicht an den Schornstein ran. Ach, warte mal. Ich binde die Wäscheleine an den Schürhaken. Ja, jetzt könnte ich doch bestimmt zum Schorn... Ich weiß zwar nicht, was ich am Schornstein dann soll, aber... Kann ich das vielleicht aufmachen? Der Filz ist schon aufgeschlitzt. Mehr kann ich nicht tun. Achso, nee, wird sie wieder mitnehmen, also da hoch. So, da komme ich doch jetzt bestimmt hin damit, oder? Ja, das sieht gut aus. Treffer, der Schürhaken hat sich am Schornstein verhakt. Ja, gut. Mit der Wäscheleine kann ich mich weiter nach oben ziehen. Ich weiß zwar nicht, was ich am Schornstein soll, aber... Aus dem Schornstein kommt Rauch. Ach, ich könnte da vielleicht was drüberlegen, aber ich habe ja keine Decke oder irgendwie sowas. Ich könnte ja mal Salz reinstreuen. Nee. Ich klettere wieder nach unten. Kann ich den Schnee eigentlich wegmachen? Nö. Ja, okay. Nun haben sie Feuer gemacht. Vielleicht liegt ja jetzt irgendwas da drin, was ich jetzt noch gebrauchen kann, nachdem sie Feuer gemacht haben. Was? Aschefach. Ein Aschefach. Ich sollte in unmittelbarer Nähe der Wachen besser nichts anfassen. Ein Aschefach. Aschefach. Eine Vertiefung. Oh. Hier fehlt eine große Bodenfliese. Leer. Wie eine Pfütze ohne Wasser. Super. Kann ich da vielleicht Salz reinstreuen? Nee.
Hier den. Der Holzkeil passt genau in die Vertiefung. Oh, ich ahne, was sie vorhat. Aber es geht nicht, okay. Ich dachte, sie wollte jetzt per Hebel das Ding aufhebeln. Praktisch hier aus den Angeln, aber... ja, nee, passt nicht. Eine eiserne Maske. Ja. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas? Den Sack? Was ist das? Ein Geheim... Ein Gesims, achso. Ich würde sagen, Geheimnis, was? Ach, in der dunklen Gasse war ich noch gerade. Sinnlos. Der Junge mit der Amphore ist längst verschwunden. Ich muss vom Händler herausbekommen, an wen er die geheimnisvolle Amphore verkauft hat. Moment, was passiert denn, wenn ich da dann hingehe? Auf das Gesims. Tja, war ja super, ne? Jetzt bin ich hier. Ich klettere vorsichtig wieder nach unten. Ja, mach das mal. Ja, hier auch noch die Katze hier. Komm, hier, komm. Nicht? Kann ich sie in der eiserne Maske fangen? Was, echt? Mietz, Mietz. Sie macht keine Anstalten, in die Maske zu hüpfen. Vielleicht... Ich glaube nicht, dass ihr das schmecken wird. Bin nicht zufrieden hier. Gibt's das? Kann ich das Schloss vielleicht damit aufmachen? Oh. Ich konnte die Klappe ein Stück aufdrücken. Mal sehen, ob ich durch die Öffnung etwas nach draußen befördern kann. Ja, einige Kräuter... Lavendel, Binsenkraut, Kamillenblüten. Könnte ich die vielleicht... Na los, nimm gleich den langen Weg. Könnte ich die vielleicht in den Schornstein schmeißen? Das getrocknete Binsenkraut wird im Kamin verbrennen. Bin gespannt, ob die narkotische Wirkung ihrem Ruf gerecht wird. Huch! Oh, okay. Okay. Das ist nicht der richtige. Ja, ja, komm. Ich klettere wieder nach unten. Ja, das war der Plan. Hihi. Ich kann den Zellenschlüssel nicht finden. Wahrscheinlich hat ihn der Kommandant mitgenommen. Aber jetzt kann ich das Aschefach aufmachen. Ich nehme etwas von der Asche mit. Was? Warum das? Warum nimmt sie was von der Asche mit? Gut, sie nimmt einfach was von der Asche mit. Und die Pen. Mensch, da habe ich ja Glück gehabt. Aber was mache ich jetzt mit dem Rest? Tja, ja. Sinnlos. Achso, der Junge. Ja. Das ging ja nicht. Ich hier noch irgendwas. Hier, komm, Katze. Kriegst du Asche. Nicht? Lavendel vielleicht. Lavendel sind die doch so scharf drauf. Ich glaube nicht, dass ihr das schmecken wird. Nicht? Ich glaube nicht, dass ihr. Mit nix zufrieden, diese blöden Katzen. So. Was mache ich denn jetzt? Achso, vielleicht kann ich ja jetzt die Tür irgendwie. Öffnen. Ohne Schlüssel wird es schwierig, die Tür zu öffnen. Aber es ist auch nicht unmöglich. Die Tür hängt auf oben offenen Scharnieren. Geht das jetzt vielleicht? Das Schwert ist nicht stabil genug. Ach so, das ist nicht stabil genug. Das wird sich verbiegen. Das ist ja doof. Da muss ich ja irgendwas anderes finden, wa? Hinter dieser Zelle... Ja, das dachte ich mir schon. Okay. Ich brauche am besten hier so ein Holz. Die Bretter sind mit Eisenbeschlägen. Ist hier denn noch irgendwas? Ich sollte erst ver... Nee, da komme ich jetzt auch nicht lang, okay. Dach, Wäscheleine, Schornstein.
Was kann ich die wieder nehmen? Ich komm nicht ran. Oh, Alter. Moment, kann ich das vielleicht wieder nehmen? Vielleicht kann ich den Schürhaken nehmen. Zum Aushebeln. Ich nehme das wieder mit und binde die Wäscheleine vom Schürhaken los. Ich klettere wieder nach unten. Vielleicht kann ich den Schürhaken ja nehmen, um das aufzuhebeln. Ja, komm. Ich habe ja keine Zeit. Mit dem Keil als Auflage kann ich den Schürhaken benutzen, um die Tür aus den Angeln zu heben. Echt? Cool, okay. Boah, wie geil. Ohne, dass man den Schürhaken gesehen hat. Och, na toll. Ich hoffe, der ist nicht für die Notdurft gedacht. Jedenfalls ist er leer und sauber. Okay. Jetzt pennt der. Hallo? Der arme Kerl. Die Wachen werden ihn töten. Ich muss ihm zur Flucht verhelfen und dabei herausfinden, an wen er die Amphore verkauft hat. Ja, hier, komm. Aufwachen. Ach. Ah, Moment. Da habe ich eine Idee. Wasser finde ich ja nicht, aber ich könnte ja Schnee einfüllen und das mit Salz schmelzen, dann habe ich Wasser. So, nimm mal Schnee mit. Ich nehme etwas Schnee mit. So. Das schmelzen wir. Was? Geht nicht? Dann versuche ich es über dem Feuer zu schmelzen. In einem Holzeimer. Was? Oh. Hier drin ist warm genug. Okay. Ich wollte gerade sagen, in einem Holzeimer über Feuer. Ja, das ist doch super. So, werd wach, du Arsch. Hopp. Mal sehen, ob er davon wach wird. Hm? Was war das? Wieso ist die Tür auf? Bei Allah, was geht hier vor? Lauf. Der Prophet scheint mir gnädig zu sein, also sollte ich die Gelegenheit nutzen. Denn die Welt gehört dem, der handelt. Dann handel und red nicht. Jetzt müsste er mich direkt zum Käufer der Amphore führen, weil er sein Geld holen will. Ich darf nur den Anschluss nicht verlieren. Oh, dunkle Gasse. Mist, er ist mir entwischt. Der Kerl ist gerannt, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her. Was soll ich nur tun? Die Chancen, An-Nazir zufällig zu finden, wenn ich blind einen der Ausgänge wähle, sind sehr gering. Ach, wenn ich doch noch mal von vorn... Wow, dieser Traum ist echt merkwürdig. Anscheinend befinde ich mich jetzt wieder einige Augenblicke vor dem Start der missglückten Verfolgung des Händlers. Also okay. Schön, zweiter Versuch. Diesmal sollte ich mir aber vorher überlegen, wie ich seine Spur wiederfinden kann, nachdem er mir entwischt. Ja, komme ich denn jetzt in diese komische... Hallo? In diese komische Dings rein? In diese Gasse? Weil ich habe da Fisch gesehen und Fisch ist doch gut für die Katze. Achso, stimmt, es war nur ein Schild, schade. Der Laden eines Fischhändlers hätte mir aber auch meine feine Nase verraten. Ein Schild. Da steht, keine Straßenmusikanten nach Einbruch der Dunkelheit. Ach, schade. Es ist absolut diebstahlsicher an die Hauswand geschraubt. Tja, der Sitzbank. Der Müll wurde von oben auf die Bank geworfen. Die Kartoffel und den Kohlkopf nehme ich mit. Kartoffel und Kohlkopf, warum? Ich will mich nicht ausruhen. Ich will aber gucken, ob irgendwas auf der Sitzbank ist. Mann. Geht nicht. Toll. Durchgang, Durchgang, Durchgang. Noch weiß ich nicht, durch welchen der Ausgänge An-Nazir flüchten wird. Und bevor ich das nicht herausgefunden habe, sollte ich mich nicht ziellos ins Gewirr der engen und verwinkelten Gassen stürzen. Ich würde mich sicher total verlaufen. Ja, du kannst doch anscheinend zurückspulen. Also, wo ist das Problem? Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Toll, soll ich die Katze mit Kartoffeln locken, oder was? Ein Köder in der käfigartigen Maske? Keine üble Idee. Allerdings habe ich hier kein Tier gesehen, das man mit Gemüse anlocken könnte. Ja, eben. Ja, jetzt habe ich eine Kartoffel und einen Kohlkopf. Aber vielleicht mag sie ja einen Kohlkopf. Ich glaube nicht, dass ihr das schmecken wird. Ach,
Hier, Asche kriegst du. Achso, oh, warte mal, warte mal. Das. Achso, warte. Kann ich das vielleicht hier nutzen? Nee. Ich dachte jetzt, dass man ihm das vielleicht auf die Schuhe und dann führt er einen durch die Stadt.